Ich begrüße euch im Namen Jesu Christi an diesem Sonntag der Taufe unseres Herrn. Ich lese für uns den Wochenspruch aus Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Dieser Sonntag der Taufe unseres Herrn ist für die Salemsgemeinde Uelzen ein wichtiger Sonntag, eben wegen der Architektur hier im Altarraum. Wie wir hören werden in der Evangeliumlesung aus Matthäus Kapitel 3 bei der Taufe Jesu, da handelt es sich um die Stimme des Vaters, der Heilige Geist, der in der Form einer Taube herabkommt, und dem Sohn Jesus Christus, der einzig geborene Sohn unseres Vaters Gottes. Die Architektur, die ich meine, ein Teil sieht man nicht so leicht in dem Video, dass es oben am Dach ist so gestaltet wie Sonnenstrahlen, eine Symbolik zu dem Vater. Dann sieht man hinter dem Kruzifix die Gestalt einer Taube. Und dann natürlich zentral im Altarraum Jesus Christus hängend am Kreuz gestaltet, ein Kruzifix. In dem Bild, entweder auf dem Gottesdienstblatt oder auf dem Video zu sehen, da ist es in etwa anderer Weise das gestaltet, was wir hören in der Evangeliumslesung. Eine schöne Erinnerung, was wir sehr oft sehen in der Architektur hier auf Uelzen, nämlich was passiert bei der Taufe Jesu, dass der Sohn Gottes bekannt gemacht wird und dass sein Werk im Gange gesetzt wird, dass klar ist, wie Gott ihn erscheinen lässt als seinen Sohn und dass der Geist am Werk ist. So wie wir hören in dem Wochenspruch, der Geist Gottes treibt und dann die er treibt, die sind Gottes Kinder. Er wirkt und auch in diesem Gottesdienst. In diesem Gottesdienst bringt er das Wort zu uns, auch wenn auch in außergewöhnlicher Weise, bringt Gott uns sein Wort. Er bringt uns das Brot des Lebens, Jesus Christus. Er segne sein Werk an uns allen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
Geliebte in dem Herrn, öffnet eure Herzen, lasst uns vor Gott unsere Sünden bekennen und um Vergebung bitten und im Namen unseres Herrn Jesus Christus und ihn um Vergebung bitten im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch zu Hause lasst uns niederknien und das Rüstgebet gemeinsam sprechen. Ich, armer, sündiger Mensch, bekenne dir, Gott, dem Allmächtigen, meinem Schöpfer und Erlöser, dass ich nicht allein gesündigt habe mit Gedanken, Worten und Werken, sondern auch in Sünden empfangen und geboren bin, so dass meine ganze Natur und all mein Wesen vor deiner Gerechtigkeit sträflich und verdammlich ist. Darum fliehe ich zu deiner grundlosen Barmherzigkeit. Suche und bitte um Gnade. O Herr, sei gnädig mir, armen Sünder. Amen. Der barmherzige, allmächtige Herr hat sich unser erbarmt und seinen einzigen Sohn für uns in den Tod gegeben und um seinetwillen uns verziehen, auch allen denen, die an seinen heiligen Namen glauben, Macht gegeben, Gottes Kinder zu werden und ihnen den Heiligen Geist verheißen. Wer glaubt und getauft ist, der wird selig werden. Das verleihe Gott uns allen. Amen. Auf einem hohen und erhabenen Thron sah ich sitzen einen. Und es beteten ihn an, die Heerscharen der Engel. Und es sprachen mit großer Stimme: Seines Reiches Ehre währet in Ewigkeit. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geiste, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Kyrie. Christum, eleison, Kyrie, eleison. Ehre sei Gott in der Höhe und der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast unseren Herrn Jesus Christus bei seiner Taufe am Jordan als deinen Sohn offenbart und den Geist auf ihn herabgesandt. Wir bitten dich, gib, dass auch wir als deine getauften Kinder in deinem Wohlgefallen stehen und von deinem Geist geleitet werden. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hört die alttestamentliche Lesung aus Jesaja Kapitel 42. Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählte, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben. Er wird das Recht unter die Heiden bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus. Er selbst wird nicht verlöschen und nicht zerbrechen, bis er auf Erden das Recht aufrichte und die Insel warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schafft und ausbreitet, der die Erde macht und ihr Gewächs,
der dem Volk auf ihr den Atem gibt und den Lebensorten Odem denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, habe dich gerufen in Gerechtigkeit und halte dich bei der Hand. Ich habe dich geschaffen und bestimmt zum Bund für das Volk, zum Licht der Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnen sollst und die Gefangenen aus dem Gefängnis führen und die da sitzen in der Finsternis aus dem Kerker. Ich, der Herr, das ist mein Name, ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinem Ruhm den Götzen. Siehe, was ich früher verkündigt habe, ist gekommen, so verkündige ich euch auch Neues. Ehe, denn es sprost, lasse ich es euch hören. Du aber, o Herr, erbarme dich unser. Dank sei dir, o Herr. Halleluja. Hier das heilige Evangelium aus Matthäus Kapitel 3. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir? Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das Evangelium von Jesus Christus ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Lob sei dir, Christus. Wir bekennen unseren Glauben mit den Worten des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von dem Heiligen Geist, geboren von dem Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und niedergegraben, niedergefahren zur Hölle, am dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren gen Himmel, sitzen zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dannen er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, eine heilige christliche Kirche, die Gemeinde der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung des Fleisches und ein ewiges Leben. Amen. Vom Jordan kam nach seines Vaters Willen von St. Johann die Taufe nahm, sein Werk und Amt zu erfüllen. Da wollt er stiften und sein Bad zu waschen uns von Sünden, ersäufen auch den bittern Tod durch sein Saß, Blut und Wunden. Es galt ein neues Leben. So rührt und merke alle wohl, was Gott heißt, selbst die Taufe. Und was ein Christe glaubet,
Gott spricht und will das Wasser sein, doch nicht allein schlicht Wasser. Sein heiliges Wort ist auch dabei, mit reichem Geist und Maßen. Da ist der Herr der Teufel. Zeus hat er uns bewiesen klar, mit Bildern und mit Worten. Des Wortes dem man offenbar, da selbst am Jordan hörte. Er sprach, das ist mein lieber Sohn, an dem ich hab gefallen, den will ich euch befohlen haben, dass ihr ihn höret alle und freuet seinen Hören. Auch Gottes Sohn, ihr selber steht in seiner zarten Menschheit. Der Heilige Geist erniederfährt in Taubenbild verkleidet, dass wir nicht sollen zweifeln dran, wenn drei Personen getauft haben, damit bei uns auf Erden Sonnen sich begeben. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Gottes Wort, Heilige Schrift für diese Predigt steht geschrieben im Römerbrief, Kapitel 12. Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes und auf, dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist eine des anderen Glied. Wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Hat jemand prophetische Rede, so übe er sie dem Glauben gemäß. Hat jemand ein Amt, so versehe er dies Amt. Ist jemand Lehrer, so lehre er. Hat jemand die Gabe zu ermahnen, zu trösten und zu trösten, so ermahne und tröste er. Wer gibt, gebe mit lauterem Sinn. Wer leitet, tue es mit Eifer. Wer Barmherzigkeit übt, tue es mit Freude. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass du uns deine Kinder gemacht hast, im Wasserbad, im heiligen Wasserbad der Taufe. Wir danken dir, dass du uns
wieder zeigst in dieser Epiphanias-Zeit, dass du uns erscheinen lässt, den Aufgang in der Höhe, Jesus Christus. Denn er ist für uns gekommen, uns selig zu machen, uns gerecht zu machen vor dir. Und durch den Heiligen Geist heiligst du uns in deiner Kirche. Lass das jetzt geschehen durch dein Wort. Bring uns durch dein Wort in diese Woche hinein. Wir bitten, segne Reden und Hören. Amen. Liebe Brüder und Schwestern in Christus Jesus, wenn ich sage, liebe Brüder und Schwestern, dann erhebe ich in diesem Kontext die Tatsache, dass uns was passiert ist, dass wir nicht nur Menschen in dieser Welt sind, sondern in einer neuen Realität leben, dass Gott sein Werk an uns tut. Ich rufe auf, wenn ich zu euch spreche, als Geschwister in Christus, dass dieser Christus zentral ist an der Sache, dass wir durch ihn Gottes Vergebung haben, nicht weil wir es verdienen, sondern weil er für uns gestorben ist, willig sich selbst dahingegeben. In ihm, in dieser Offenbarung, in dieser Erscheinung des Sohnes Gottes, da empfangen wir von Gott, dass wir Gottes Barmherzigkeit erleben, dass es uns zuteil wird durch das Evangelium. Aber das verändert unser Leben. Das beeinflusst uns so, dass Gott in uns hineingreift und uns anders macht. So spricht Paulus davon, dass er sagt: Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig, Gott wohlgefällig sei. Was Paulus hier sagt, ist, dass unsere Existenz, unsere Situation, wie wir im Körper existieren in dieser Welt, das sollen wir als Opfer hingeben, als eine Reaktion, als eine Antwort auf das, was Gott in uns tut, durch dem er uns, obwohl wir Sünder sind, sich unser erbarmt, uns neu macht und in seine Barmherzigkeit uns ruft, als seine Kinder zu leben. So werden wir ermahnt durch Paulus, durch Gottes Wort an diesem Sonntag, um so zu leben, wie es sich gehört, indem Gott diese wunderbare Botschaft, die wir seit Weihnachten hören, auch in der Epiphanias-Zeit wieder weiter auf den Weg bekommen, dass Gott uns gnädig ist, dass er uns beschenkt. Und so sollen wir danach leben. Paulus schreibt weiter: Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In dem Sinne, es ist die Reaktion, die logisch folgt aus dem, was Gott in uns getan hat. Ein Dienst an Gott und an dem Nächsten. Ein Dienst, in dem wir Gottes Kinder sind. Und Paulus schreibt weiter: Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ein schwerer Satz, denn wir leben in dieser Welt. In dieser Welt sind wir dem bekannt. Das ist uns bekannt, was von der Welt ist. Wir leben hier und wir kennen kaum eine andere Welt. Wenn wir uns fragen, wie die Woche zu verlaufen hat, wie unsere Arbeit zu tun ist, dann haben wir es in dieser Welt gelernt und erlebt. Aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir sind abgesondert durch dem, was Gott in uns getan hat seit der Taufe. Das, was er tut durch sein Wort, was er tut durch seinen Heiligen Geist. Nämlich, wir sind in sündigen Wesen eben geboren in dieser Welt, so gezeugt und fallen immer in die Sünde hinein. Aber Gott sondert uns davon ab, indem er uns heilig macht. Und wir sind hierdurch aufgerufen, dass wir unser Sinn,
unser Denken erneuern. Dass wir jede Woche fragen, was ist denn eigentlich, was ich will? Was ist, was ich beeinflusst werde zu tun in dieser Welt? Was höre ich da so, was in den Medien gesagt wird? Wie werde ich beeinflusst? Und was ist doch nicht das, sondern was ist von Gott mir gegeben zu tun? So fragen die Leute oft mich als Pastor, darf man dies tun, darf man das tun? Darf man das nicht tun? Darf ich dies nicht tun? Ich freue mich ganz ehrlich auf solche Fragen. Aber es ist mir auch die Aufgabe, dabei auch zu entwickeln, wie der Kompass des christlichen Herzens tickt. Denn wenn Gott in uns wirkt durch seinen Heiligen Geist, wie er uns neu geschaffen hat in der Taufe, wie er uns zuspricht, die Sündenvergebung, da tickt in uns nicht an sich der Geist dieser Welt. Wir können dieses eben hören aus der Welt. Es kann uns beeinflussen. Und darum sollen wir verwandelt werden, sollen wir erneuert werden in den Sinn, was Gott in uns hineinpflanzt. Dieser Kompass, der weiß, wo Nord ist, nämlich was Gottes Wille ist, was Gott, unser himmlischer Vater, von uns will, was ihm wohlgefällig und was vollkommen ist. So ist meine Ermutigung an dir, wenn deine Frage ist, was ist richtig, was ist falsch, ist dies okay, ist das okay, mir auch zu fragen, aber auch dabei zu lernen, dass dein Kompass immer wieder beeinflusst ist durch Gottes Wort, dass du auch selber, wo du herausgefordert wirst, in eine Situation zu entscheiden, dass du dabei auch ohne deinen Pastor auch diesen Kompass wirken lassen kannst. Denn du sollst prüfen, was Gott von dir will, was dein Sinn, deine Reaktion in dir aufwirkt. Dass immer wieder dieser Test, der dich zurücktreibt zur Buße, in dir aufwirkt, dass Gottes Wort dich zeigt, wo der Weg ist und was das Richtige ist. Denn ich sage euch, schreibt Paulus, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, wie Gott einem jeden zugeteilt hat, den Maß des Glaubens. So leicht, wenn wir agieren in diesem Leben, tun wir das aus unserer Situation. Und wir fragen von dem eigenen Ich her. So leicht fragt man, was will Gott von mir? Was ist Gottes Wille hier in meiner Situation? Warum tut Gott das an mich? Wie will ich es haben? So soll man das eigene Ich in Check halten, so, dass es immer in Verbindung ist mit Gott und dem Nächsten. Immer in dieser Reaktion sollen wir uns fragen, was hat Gott in uns eingegeben? Was ist er? Was will er von mir in dieser Woche, in diesem Tag? Was fragt er mir zu tun? Wie soll ich reagieren? Was hat er mir als Maß zugeteilt? Diesen Maß des Glaubens, das ist nicht so zu verstehen, als ob eine viel mehr Glauben bekommt als der andere. Gott zahlt dem einen viel Glauben, den anderen weniger aus. Es ist unterschiedlich. Gott gibt dir einen unterschiedlichen, ganz individuellen Glauben, wo du nicht nur Gaben hast, die du ausleben kannst mit deinem Körper, bist vielleicht sportlich oder mit deinem Gehirn eher begabt. Nicht nur das, sondern du bist in deinem Glauben individuell. Du bist nicht genauso wie der andere. So spricht Gott gerade dieses Aspekt an, dass wir von dem eigenen Ich eine gewisse Reaktion haben. Man will individuell sein. Das können wir auch. Aber es soll nach Gottes Willen, nach seinem Werk geschehen, wo er hineingreift und seine Gaben gibt.
Das ist, was Paulus hier schildert, nämlich die Körperteile der Kirche Jesu Christi. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, aber untereinander ist ein jeder des anderen Glied. Ich will individuell sein und das kann ich auch, aber ich soll immer so zu meinem Gott und zu meinem Nächsten leben, dass diese Situation aufrecht gehalten wird. Und so werden wir mit mancherlei Gaben nach der Gnade gegeben und wir haben das, was Gott uns gibt. Wie Paulus schreibt, wir haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Diese Gaben sind Gottes Gaben, wo ich und du uns nicht zu fragen haben, was hat Gott mir gegeben für meine Situation, sondern Gott gibt seine Sachen für seine Ziele, damit sein Werk getan wird. Gott ist hier am Werk, dass seine Sache passiert. Du hast Gaben, die Gott dir gibt. Gott ruft dich diese Woche wieder auf, um zu gucken, was habe ich eigentlich an Gaben? Was habe ich an Situationen auch, wo ich individuell anders agieren kann als der andere und so reagieren soll, wie Gott es in meinem Glauben aufgerichtet hat, dass dieser Kompass mich genau den Weg zeigen kann. So ist jeder unterschiedlich, ob er ein Amt hat oder ein Lehrer ist, ob er eine Gabe hat zu ermahnen oder zu trösten oder ob er eine besondere Gabe hat zu geben oder ein Leiter ist oder eine ist, der Barmherzigkeit zu üben hat. Alle diese Sachen werden uns jeden in einem gewissen Maße gegeben, aber unterschiedlich. So bist du individuell, wie ein Daumen oder ein Zeh, ein Auge oder ein Ohr an dem menschlichen Körper, so ist jeder Christ etwas unterschiedlich. Und da, wo du deine Situation hast, in deiner Arbeit, in deiner Persönlichkeit, so sollen wir diese Woche aufs Neue fragen, wie ist Gott da und fragt mich zu testen, dass meine Reaktionen, meine Pläne, meine Ideen dieser Woche nicht so gehen, wie ich das will, sondern wie Gott das von mir will. Dass das, was aus mir rauskommt, von Gott geplant, von Gott gezielt und sein Werk ist. So, dass wenn jemand anders zu mir sagt, das hast du so super gemacht, dass man fast einen Apfel in der Kehle hat und sagt, das war Gott, aber danke. So sollen wir lernen, dass wir gerufen sind in der Heiligung, die der Heilige Geist an uns vollzieht, herauszuleben, was Gott in uns wirkt. Paulus hat in dem Römerbrief bis an diesem Punkt in Kapitel 12 beschrieben, wie Gott durch seinen Sohn Jesus Christus die Vergebung der Sünden aufgerichtet hat, wie er das Bad der Taufe als Heiligmachung gebracht hat und der alte Adam versäuft wird in der Taufe und begraben mit Christus in dem Tod. Und so kommt er an diesen Punkt, wie er beschreibt, wie das sich immer wieder auszuleben hat, nicht als eine Tat, die uns selig macht, nicht als eine Tat, die uns gerecht macht vor Gott, das ist schon passiert. Wir werden ermahnt, um immer wieder zu fragen, ist mein Kompass noch richtig? Das ist das Wunderschöne, dass da bei dieser Frage des Kompass, wo mein Glaube hintickt, erfahren wir, dass die Kirche Jesu Christi lebt. Dass der sich für uns in den Tod hineingegeben hat und für uns auferstanden ist, dass er seine Kirche verschiedene Glieder gibt und dass wir einander zum Beistand sind und dies eine heilige Tat
ist gewirkt durch den Heiligen Geist, der uns sammelt, der uns heiligt, der uns erneuert, der uns einander bringt. Es ist nicht immer leicht, um herausgefordert zu werden, dass wir uns absondern und anders sind in dieser Welt. Wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Aber dabei ist wie jedes Mal das Wunderschöne, dass Gott uns hinausbringt in die Welt. Auch in dieser neuen Woche, wo er uns wieder drückt, Buße zu tun, niederzufallen und zu fragen, wie habe ich doch meine eigenen Pläne gebahnt? Wie habe ich doch meine eigenen Wege gebahnt und meine eigenen Sachen gesucht? Und dann habe ich nicht mehr die richtigen Antworten auf meine Fragen, sondern die Antworten der Welt. Doch der Heilige Geist ist tätig durch Gottes Wort. Auch hier, wo wir es hören durch elektronischen Medien, spricht Gott zu uns und er sagt uns von seiner Barmherzigkeit. Er sagt uns, wie wir individuell leben durch seine Tat. So bringt er uns zueinander, so lebt er die Kirche auf, so macht er es wieder uns neu bekannt, dass unsere Sünden vergeben sind und er uns einander gibt, dass wir Beistand haben und aufblühen mit dem, was er uns individuell als Gaben gibt, nämlich er macht uns seine Kinder und lässt uns so leben in dieser Welt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, stärke und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Allmächtiger, barmherziger Gott, wir danken dir, dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus den Völkern offenbart hast. Durch ihn hast du uns berufen aus der Finsternis zu deinem wunderbaren Licht. Erleuchte uns alle Zeit mit der Gnade und Wahrheit. Herr, unser Gott, wir bitten dich für deine Kirche und alle, die in ihr mitarbeiten, dass sie das Evangelium in Wort und Tat bezeugen. Durch das Wasserbad der Taufe hast du uns ein neues Leben gegeben, uns deine Kinder gemacht. Bring uns zu dieser Tat, dass wir diesen Glauben ausleben, nach deinem Willen und Wohlgefallen. Wir bitten dich auch um dein Segen für alle, die im Dienst der Mission stehen. Sei mit ihnen, dass durch ihre Arbeit das Lob deines Namens zunehme. Herr, wir bitten dich, dass du zu den Leuten bestimmte Leute schickst, die dein Wort bringen und ihnen Erkenntnis des Glaubens bringen, das Evangelium. Öffne Augen, Ohren und Herzen, damit dein Werk getan wird in dieser Welt. Herr, denen du Macht gegeben hast, in dieser Welt uns zu führen und zu leiten,
Gib ihnen Erkenntnis deines Willens, dass sie uns so leiten und dienen, wie du es willst, nach deinem heiligen Willen. Herr, wir bitten dich auch für die Familien und die Ehen, so wie du zu deinem Sohn sprichst, dein Wohlgefallen, so lehre uns, dass wir daraus erfahren, wie wir zu agieren haben mit unseren Kindern und den Kindern so heraufzuschauen zu ihren Eltern, wie du es als Vater und Sohn tust. Wir danken dir für die vielen Gaben, die du uns gibst, auch das tägliche Brot, das du uns beschenkst. Wir bitten dich, dass wir immer auf dich vertrauen, dass du uns den Vertrauen schenkst, dass wir erfahren, dass du uns immer tragen wirst, auch wenn das, was wir erwarten, als tägliches Brot anders und weniger ist, als was wir es denken würden. Gib uns Erkenntnis, dass wir immer auf dich warten sollen und zu dir schauen sollen als Geber aller guten Gaben. Herr, schau besonders auf die, die in Not und Bedrängnis sind. Halte deine Hand besonders in dieser Zeit der Pandemie auf alle die, die es in ihrer Gesundheit wegen dem Virus oder auch aus anderen Gründen sehr schwer haben. Komm zu ihnen in ihrer Not, besonders durch dein Wort und durch deinen Zuspruch des Evangeliums. Sei ihnen nahe, besonders die, die sich ferne fühlen von dir und meinen, du hast sie verlassen. Gib ihnen Ruhe und lass besonders im Moment des Todes den Menschen aufschauen, dass sie Ruhe in dir finden. Herr, wir befehlen dir die Kranken zu Hause und die in den Kliniken. Wir befehlen dir die, die trauen über einen Tod eines Nächsten oder einem, der ihnen sehr nahe war. Lass ihnen Vertrauen auf dich und lass ihnen schauen auf das Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus und die Auferstehung der Toten und das Leben der zukünftigen Welt. Herr, in der Not dieser Welt, lass uns zu dir hinkriechen, damit wir aufs Neue erfahren, wie lieb und freundlich du bist. Denn du vergibst uns unsere Sünden und sprichst uns zu, die Auferstehung, die wir nicht verdienen, aber doch durch deine Gnade im Glauben empfangen. Um dies alles bitten wir dich im Namen Jesu Christi, deines Sohnes willen, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erleuchte sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.